einer der großartigen Gelehrten, Ibrahim ibn Adham, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, ein Gefährte von Sufyan al-Thawri, er sagte zu den Menschen, der Grund, warum euer Bittgebet nicht erhört wird, ist folgender. Er hat nicht nur einen Grund aufgezählt, er hat ganze 10 Gründe aufgezählt. Und ich möchte damit den Satz abschließen. Und jeder von uns soll überlegen, wie viele Punkte er von diesen Punkten nicht einnimmt. Er sagt, ihr kennt doch Allah, aber ihr gehorcht ihm nicht. Ich will es auch nicht kommentieren, weil diese Worte, die treffen einen einfach im Herz und man stirbt danach. Man stirbt nach diesen Worten. Ihr kennt Allah, doch gehorcht ihr nicht. Ihr rezitiert den Koran, aber ihr handelt nicht danach. Ihr kennt Shaitan, doch habt ihr ihn euch nicht zum Feind genommen. Ihr behauptet, dass ihr den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam liebt. Doch praktiziert ihr nicht seine Sunna. Ihr verkündet eure Liebe zum Paradies, aber ihr tut nichts, um diesem Paradies näher zu kommen. Ihr behauptet, dass ihr das Höllenfeuer fürchtet, doch entfernt ihr euch nicht von den Sünden. Ihr sagt wahrlich, der Tod ist wahr, doch habt ihr euch nicht auf diesen vorbereitet. Ihr beschäftigt euch mit der Suche nach Fehlern von anderen, doch ihr schaut nicht auf eure eigenen Fehler. Ihr esst das, womit Allah euch versorgt, doch dankt ihr ihm nicht dafür. Ihr begrabt eure Toten, doch zieht ihr keine Lehre daraus. Worte, über die jedes gläubige Herz nachdenkt, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einsichtig machen und uns besser machen, als wie wir sind. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب